Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, werte Ultimisten, Follower, Abonnenten und ihr alle anderen vom Absolute Kultway. Willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Mit mir, dem Biker von den Online Game Masters. So, und guten Abend, Tiron. Was? Der nächste? Konnte ich dann doch nicht damit rechnen, aber ich habe gedacht, es ist mal wieder Dienstag. Und Dienstag ist normalerweise Kingdom Come Tag. Ich muss jetzt gerade nur kurz was gucken. Oh Mann. Okay. Danke, danke, danke. Mein Kopf reicht vollkommen aus. So, ich hoffe, euer Tag war heute soweit sehr schön in Ordnung und so weiter. Wir legen auch gleich los mit dem Spiel, da ich heute nicht allzu lang streamen möchte, weil ich morgen früh raus muss. Deswegen gibt es heute nur bis 21 Uhr Kingdom Come Deliverance und ich will hoffen, dass ich viel erreichen kann. Ich muss nur kurz was checken. Moment. Okay. Nämlich, bevor ich die letzten 15 Sekunden, 20 Sekunden vom Countdown, weil bei mir regnet es gerade, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es ging so ein starker Wind und ich dachte erst, dass halt der PC mit der Leistung hochging, wo ich auch schon leichte Sorgen hatte, wieso, weshalb, warum und so weiter. So. Sound ist da, sehr schön. Konnte ich ja nicht ahnen, dass die ganze Welt auf einmal Kingdom Come streamt. Aber es ist ja auch Kingdom Come Tag. So, wir müssen warten, bis sich die Lage geklärt hat. Kann ich... Ach nee, stimmt ja. Wir müssen warten. Ohoho. So, dann schaue ich aber mal was. Erstmal weg. So, genau. Hier ist eine DLC-Quest. Die will ich allerdings noch nicht angehen. Was für Quest haben wir noch? Die Seuche, letzte Welle, alles klar. Gehen wir erstmal nach Sassau. Ja. Boah, ich muss mich erstmal mit der Steuerung wieder reinfuchsen. Nur beim Saubermachen. Weil ich benutze ja eigentlich nicht so Druckluftreiniger. Weißt du, diese Spraydosen, diese Druckluftdosen. Sondern... wenn ich den PC von Staub befreie, ich weiß nicht, so kompressormäßig, oh, komm schon, wie heiß, um Luftmatratzen aufzublasen, elektrisch, einstöpseln, anschalten und ihr mit der jeweiligen Düse halt den Staub wegpusten. Da habe ich auch mal so einen Lüfter im Ding gehabt, in der Hand. Nehmt den. Blast halt den Staub durch und das Ding geht dann ungefähr so mit dem Sound ab. Huch, so. Mach mal Platz hier. Weg da. Bip, bip. So. So, nee, aber ich hoffe, ihr hattet heute einen schönen Tag gehabt. Dishi, wunderschönen guten Abend. Wie geht's, wie steht's? Ich hoffe, dein Tag war heute sehr erfolgreich. Hattest einen schönen Tag. Hast noch ein Dach über dem Kopf. Sofern der Sturm dir nicht den... Oder die Winde dir das Dach weggepustet haben. Ich blase ja auch nicht den Soundchip auf. Dieses Pferd. So. Machen wir erstmal die Sassau hier Testament abgeben. Dann ist das schon mal weg. Dann geht's eventuell nach Thalmberg. Mit der Hasenjagd machen wir da eventuell weiter. Und dann schauen wir, wie, wo, was und so weiter. Naja,
Es gibt immer anstrengende Tage. Vor allem muss ich mal kurz nebenbei so off-topic erzählen. Bei mir selber. Och, ich will nicht da abbiegen, ich will da lang. Vor 2 Jahren hieß es damals, laut Vorgesetzten oder alten Vorgesetzten, wir rufen niemanden mehr morgens an. Ihr arbeitet so, wie es auf dem Plan steht und gut ist. Was war? Mein Geschäft hat mich heute Morgen um circa 8 Uhr bis 8.30 Uhr 5 bis 6 Mal angerufen und eine SMS abgeschickt. Ja, Planänderung, babababa. Ich dann natürlich ganz normal um 9.30 Uhr erst zur Arbeit erschienen, so wie es auch da dran stand. Ah, warum bist du so spät und so weiter? Da habe ich gesagt, Entschuldigung, aber habe ich Rufbereitschaft? Ich bin nicht verpflichtet, an mein Handy reinzugehen. Ah, oh, ba, ja, Planänderung und so weiter. Du musst dies und das machen. Besseres Fleisch als dieses. Wo ich dann auch so dachte, ja, ihr mich auch. So. Naja. Im Großen und Ganzen aber kann ich froh sein, dass alles erledigt ist. Oh, Pater Fabian. Pater, Vinzenz aus Meerhuyet schickt mich. Worum geht es, mein Sohn? Ich bin auf der Suche nach seinem Sohn, Elias. Angeblich lebt er in Sasau. Ah, Elias. Ja, er treibt hier sein Unwesen. Am ehesten findest du ihn im Wirtshaus beim Anger. Dort verbringt er den Großteil des Tages. Danke für deine Hilfe. Gott sei mit dir. So, Wirtshaus am Anger? Okay, Wirtshaus am Anger? Ich hoffe, er meint dort. Dann reden wir jetzt mal mit Elias. Ich glaube kaum, dass es der Mönch Bruder Elias ist, aus dem Sassauer Kloster. Bist du Elias? Nein, du bist ein Bürger. Du bist ein Spieler. Du bist Elias. Na, hallo? Jetzt. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Okay, ich brauch mal vielleicht so ein neues Umhängeding. Naja. Bist du Elias? Der bin ich. Wieso? Ich habe hier den letzten Willen deines Vaters. Mein alter Herr hat also ins Gras gebissen, was? Noch nicht. Aber erst kurz davor. Das ist ja alles schön und gut, aber beantworte mir eine Frage. Wer zum Teufel bist du und wieso tauchst du hier mit Vaters Testament auf? Der Geizkragen würde mir nicht mal einen Pisspot hinterlassen. Er hat dich enterbt. Aber wenn du nach Hause gehst, ändert er vielleicht seine Meinung. Nach Hause? Nie im Leben. Soll er doch an seinem Geld ersticken. Auf dem Sterbebett ändern viele ihre Ansichten. Vielleicht bereust du es eines Tages. Teufel, wer bist du eigentlich? Du klingst wie ein Geistlicher. Ihr müsst euch ja nicht versöhnen, aber du solltest ihm Lebewohl sagen. Zum Teufel mit ihm. Aber du hast wohl recht. Hab Dank. Gern geschehen. Auf bald. Ruf verbessert, ja, sehr schön. Ich sollte mich mal erstmal in Leiste drehen hier. Keine Ahnung, vielleicht. Ansonsten wird er wahrscheinlich gerade selber auf seinem Privatkanal. Ja, er ist da. Er ist da. Er ist gerade im Bürgermeister Louis Modus. So. Achso, bringt das Testament. Merhoyet. Okay, ja, komm, ich bring das Testament hier zu diesem Pater und das soll dann mal. Pater, nicht zocken, Testament machen. Hallo? Pater, Vinzenz aus Meerhuyet schickt mich. Worum geht es, mein Sohn? Ich habe hier Vinzenz letzten Willen. Gott sei uns gnädig. Was ist denn passiert? Vinzenz ist schwer krank. Eine schlimme Seuche sucht Meerhuyet heim. Ja, ich habe gehört, dass Leute in einem Dorf in der Nähe krank wurden. Herr im Himmel. Aber Vinzenz ist am Leben? Ja. Noch. Hoffen wir, dass der Herr ihn noch länger unter uns weilen lässt. Danke, dass du mir sein Testament gebracht hast.
Im Falle seines Todes kümmere ich mich darum. Hier hast du ein paar Münzen für den Aufwand. Hab Dank, Pater. Auf bald. Erledigt. Letzter Welle, Quest abgeschlossen. Das mach gerade mal schnell durch. Erledigt. Nebenquest da. Nebenquest, letzte Welle. Jeder geht mit dem nahenden Tod andersrum. Die einen suchen Gottes Vergebung, andere wiederum wollen Wiedergutmachung bei ihren Liebsten leisten oder ihre weltlichen Angelegenheiten in Ordnung bringen. Ich habe Elias gefunden und ihm gesagt, dass ihn sein Vater enterben will. Ich habe Pater Fabian Vincents Testament gegeben. Sehr schön. Quest abgeschlossen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Plünderte Kumanen. Wo waren das jetzt? Ach, das war dort. Ich überlege gerade. Oder mühsam questet sich der Minecraft durch. Mindestens nicht wie in Gothic 3. Von wegen, die eine Quest mache ich noch. Bei der Quest ging bei Gothic 3 wenigstens ratzefatz. Hier kann zum Teil passieren, dass was wollte ich jetzt sagen? Dass die Sachen hier etwas eine Stunde dauern. So, edler Wein, mal gucken. 18. Ich bin ein bisschen zu blöd zum Rechnen. Ich glaube, da geht das noch. Das müsste eigentlich gehen. Allein letzte Woche habe ich sage und schreibe 10 Kindergärten überfallen. Die Belagen haben sich überhaupt nicht gewehrt. Das war geil. Ja, aber hier bin ich wenigstens ein ehrenhafter Dieb. Ich nehme nur das, was ich brauche. Bei Gothic 3 habe ich ja alles gelootet. Für Diebesquests und so weiter, um die Diebeskunst weiter hoch zu trimmen und so weiter. Und hast du nicht gesehen. So, by the way, bevor ich übrigens das Spiel gestartet, gab es eine Meldung von wegen, ich hätte eine Mod deinstalliert. Und ich bin mir jetzt selber unsicher, welche Mod, weil ich habe selber bei Kingdom Come Deliverance mal wie heißt's? Du bist ein Wanderer? Gut. Die Mods aktualisiert. Auf Updates überprüft. Hab die alle geupdatet. Und müsste eigentlich alles jetzt soweit ganz wunderbar funktionieren. Hust, hust. Entschuldigung. Nächstes Mal mute ich mich, falls ich es nicht vergesse. So, ich muss doch jetzt hier irgendwie demnächst link. Ach so, stimmt ja. Ja, hier. Also, was ich an Mods drauf habe. Pfeil- und Bogen-Mod. Dass man trotzdem den Punkt sieht, weil normalerweise ist der Punkt, sobald man Pfeil und Bogen ausrüstet, verschwunden. Das erleichtert ungemein A, das Ziel mit Pfeil und Bogen, B, die Jagd fällt dadurch viel einfacher aus und C, nach dem Banditen? Was? Okay. Jetzt haben wir es. Dann habe ich auch mal, welche Mod habe ich ausprobiert? Unlimited Inventory, also quasi, dass ich so viel mit mir mitschleppen kann, wie es nur geht. Dann, welche Mod hatte ich noch drauf? Eher für die Frauen, better Bodies irgendwie, also bessere Körperbau und so. Aber nicht nur für die Frauen, ich glaube auch für die Männer. Besser Körperbau? Nee, Animated Prostitution gibt's nicht. Es gibt zwar ein paar Naked Mods, aber die habe ich schön brav alle rausgeknallt.
Ich meine, das Spiel ist so oder so ab 16 oder ab 18, aber man muss es nicht weiter auf die Spitze treiben. Ja, ich krieg das nicht so gut hin wie du. Mit LeBell. Ja, Schenkelklopfer. Ansonsten hatte ich auch mal die, was war das so eine Mod? Easy Sharpening ausprobiert. Man kann Waffen viel einfacher schärfen, dass man gar nicht mit der Maus hier so rum balancieren muss, irgendwie von wegen so der richtige Winkel mit mehr Druck, weniger Druck, dass das Schwert dann schön scharf wird. Das habe ich mal getestet, funktioniert aber irgendwie nicht. Dann, wie gesagt, unbegrenztes Inventar. Also, ich glaube, wie viel liegt es bei, ich glaube, 6? Bei 6 oder bei 7, 9er, also 999.999 oder 9.999.999. Und das, ja, was das Gameplay leichter macht, ich habe ich habe das Spiel privat schon durchgespielt. Ich spiele es jetzt halt im Stream. Und privat habe ich ein neues Spiel gestartet mit Hardcore-Modus. Aber, und teste da nebenbei noch so ein paar andere Mods aus. Unter anderem, was ich auch teste, ist Unlimited Savior-Schnaps. Also unbegrenzter Retter-Schnaps. Gut, dass du fragst. Einen Augenblick. Also Unlimited Savior Schnaps oder Unlimited Schnaps benutze ich zum Speichern. Das ist die einzige aktive Mod, die ich benutze. Dann gibt es noch eine Mod, die Henry, also Heinrich. Er sieht ja aus wie immer, also hat einen 3-Tage-Bart. Da gibt es eine Mod, die dafür sagt, je länger man Tage vorbeiziehen lässt, dann wächst auch der Bart. Zum Beispiel. Und jetzt zu deiner Frage, die es noch realistischer machen. Wie war es früher im Mittelalter? Früher zum Beispiel wurde man häufig überfallen. Es gibt eine Mod, ich zeig mal ganz kurz die Map. Wenn ich jetzt, sag mal, von Merhoyet nach Rathai, oder von Rathai besser gesagt nach Skalitz Schnellreise mache, kann normalerweise ist Komfort, entweder ich werde gar nicht überfallen. Es kann aber sein, dass ich zweimal in einen Hinterhalt gerate, den ich mittlerweile so ganz gut umgehen kann. Es gibt aber eine Mod. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Skalitz nach Rathai eine Schnellreise mache oder reite, kann es sein, dass mich ungefähr 12 oder 14 Banditen auf dem Weg dorthin ausrauben wollen. Nein, es gibt keine Geruchsmod. Aber irgendwann mit der Zeit, ich zeig's mal ganz kurz hier im Inventar, meine Haube hat einen schwarzen Fleck, das erkennt man hier zum Beispiel, oder meine Beinlinge, die haben auch einen schwarzen Fleck, das bedeutet, meine Klamotten sind dreckig. Wenn ich jetzt mal 3 Tage oder 5 Tage meine Klamotten nicht wasche, dann werden sich auch die Leute beschweren, so von wegen so, ist zwar schön, dass du mit mir redest, aber du könntest mal ein Bad nehmen. Zumindest die Klamotten sauber machen oder halt ein Badehaus aufsuchen. Etc. etc. Es gibt auch natürlich, wie nennt es, Chemtrail-Pfeile. Wenn man jetzt mit Pfeil und Bogen, ich teste es jetzt einfach mal. Wie viele Pfeile habe ich? Erstmal, einen Moment. Jagdpfeile, okay, so viele Pfeile habe ich nicht, okay. So. Und, zoom, man zieht jetzt einfach so den Pfeil. Es gibt auch die sogenannten Chemtrail-Pfeile. Da sieht man wirklich, wie die eine weiße Spur in der Luft hinterlassen. Als Beispiel. Glaube ich. Ich könnte da einfach mal den Link reinposten. Einen Augenblick. Ich habe ja zum Glück noch
Rechtsklick, neues Fenster öffnen. Dann gehen wir doch mal auf Nexus Mods. Kann ich eigentlich sehr empfehlen, Nexus Mods. Wow, ich habe eigentlich My Games. Ich habe eigentlich mir eine Spieleliste erstellt für Kingdom Come Deliverance. Also für die Top Games. Also 734 Mods gibt's. Oh, es gibt sogar neue Mods. Definitive Repair Kit. 19 diese Woche neu. So. Ich hau das jetzt einfach mal in den Chat rein. Da könnt ihr auch. So. Da einfach mal draufklicken und da findet ihr die Mods soweit. Was ich halt. Bodot Retitle nennt sich das, glaube ich. Unlimited Saving. Dann gab es noch Sectorial Lockpicking, aber das brauche ich überhaupt gar nicht. Dann gibt es noch Optimized Graphic Present, Henry's Face Customizing, reichere Händler, die definitiv mehr Geld haben. Weil es kann sein, wenn man bei einem Fleischer handeln will, Sachen verkaufen, die haben nur, sag mal, 200 Groschen und du hast mal eben hier 5 Tonnen Fleisch dabei. Und kriegst dann, sag mal, nur ungefähr 20 Kilo davon los. Ja. Was dann halt kacke ist. Als Beispiel, nur als Beispiel, dass die Händler halt eben mehr Geld haben. Und ansonsten, wie lang so ein Tag vorübergeht, boah, ich habe das gar nicht getestet, aber es dauert definitiv viel länger als Skyrim, bis so ein Tag hier vorübergeht. Du kannst, sag mal, morgens aufstehen. Und nach circa eine Stunde oder nach 2 Stunden Zeit, eine Stunde vielleicht, wird es dann abends, denke ich mal. Weil bei Skyrim ist es ja viel schlimmer. Da gebe ich dir auf alle Fälle vollkommen recht. Weil da schlaft man zum Beispiel aus, will denn ein, ich übertreibe jetzt mal, man schlaft aus bis 7 Uhr. Dann in Weißlauf, ja, ihr müsst den Drachen klatschen, alles klar, ich bin gut ausgeruht. Ich gehe zu dem Treffpunkt hin, klatsch den Drachen, kriegt den Ruf Dovahkiin von wegen, ja, hey, Freundchen, hier mal hochkommen zu uns. Rede mit dem Jarl von Weißlauf, gehe aus seiner Burg raus, es ist schon wieder Abend. Und das Ganze hat nicht mal 15 Minuten gedauert. Und hier dauert das auf alle Fälle definitiv länger. Also mindestens, ich will jetzt nicht lügen. Weil ich weiß es nicht hundertprozentig. Oh, das ist ein Hase. Aber es dauert Minimum 30 Minuten. Jetzt aber. Perfekt. Vollkommen vorbei gesammelt. Jetzt. Also der Punkt ist jetzt nicht direkt... wie heißt? Oh, noch ein Hase. Dafür da, von wegen, okay, ich schieße jetzt genau dahin. Weil man muss schon ein bisschen die Flugbahn mit des Pfeils mit einberechnen. Denn irgendwann sinkt der Pfeil ja auch. Und da muss man halt überlegen, okay. Wie, wo, was? Ist das ein Kumane? Ich meine, ich habe den Waldbonus. Das ist ein Kumane. Da wurde ordentlich daneben geschossen. Oh, das war ein Treffer. Na komm. War das jetzt ein Kopfschuss? Bin ja, hurra! Weil ich brauche auf alle Fälle noch ungefähr, wie viele? Oh, eines Kuman, Dörrfleisch. Ich gucke halt immer vom Wert her, was ich da mitnehmen kann. Jagdpfeil, immer her damit. Nice. Aber so viel brauche ich auch eigentlich gar nicht mehr. Weil ich habe ja Pribislavice soweit ja aufgebaut. Das Dorf. Ungarischer Säbel, immer her damit. Schild, komm her damit. Weil das Dorf kann sich jetzt eigentlich soweit selbst versorgen. Spitzpfeil am besten, macht ein bisschen mehr Schaden.
Weil ich brauche auf alle Fälle circa 50 Kopfschüsse bei diesem Kuman. Oder was heißt allgemein 50 Kopfschüsse. Ist das jetzt ein Hund? Nee, das ist eine Bank, oder? Ja. Bitte lass bloß kein Hund dabei sein. Sichtbarkeit, Auffälligkeit, Auffälligkeit und Geräusche 0. Sehr schön. Achso, Diskutor. Ja, well. So wurden übrigens früher die Nebelmaschinen gemacht. Gut, hier gibt's schon mal keinen Hund. Das freut mich am meisten, weil Hunde sind scheiße in dem Spiel. Töten. Ah, okay. Ich glaube, ja, die eine Körpermod will da noch nicht richtig. Die ist ein bisschen buggy. So. Maske des Kumananführers. Ohr eines Kuman. Gewöhnlicher Säbel. Waffen nehme ich auf alle Fälle mit. Oh, geil. Die ist echt wertvoll. Silberne Sporen. Oh. Hoi, 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 hoi. Alles ganz gut wertvoll. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Genau. Räucherwurst und Verband. Immer her damit. Und ich bin überlastet. Nee. I thought so. Ja, da stimmt wahrscheinlich irgendwas mit einer Mod nicht. Schloss ist zu kompliziert. Ach komm schon. Hab ich einen Strauchdiebtrunk? Trank des Verderbens. 9 Stück. Ach so, stimmt ja. Die wollte ich ja eigentlich verkaufen. Hab ich beim letzten Mal vergessen. Schnaps könnte ich verkaufen. Konservierungsmittel. Lazarus-Elixier. Katerbier. Hundeschmalz. Hasenfleisch. Getrocknetes Hasenfleisch. Oh. Wie viel gibt das? 6 und Energie minus 4. Okay. So. Was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt noch? Genau, Hauptmann Rober. Hier mitteilen von wegen so. Ja, hey. So und so schaut's aus. Aber erstmal Hasenfleisch grillen. Gut. Wie gesagt, es gibt. Oder was ist das? Wie gesagt, hey, hey. 5 DLCs sind es ja mittlerweile. Einmal mit Rataya Turnier, dann die amorösen Abenteuer des Herrn Hans Capon. Dann das mit Aus der Asche, Pripislavitz wieder aufbauen, was mir eigentlich auch ganz gut gefällt. So, auf nach Thalenberg. Dann A Woman's Lot. Also das Los einer Frau. Die Theresa-Quest haben wir, das erste DLC haben wir ja schon gemacht. Dann wird es noch Zeit für, wie hieß denn die Mod? Nicht die Mod, das DLC. Oh, das sind auch Kuman. Aber auf die habe ich keine Lust, weil wahrscheinlich Hund. Erstmal ein Pferd. Alter, oh, da habe ich ja auch noch ein paar Schwertchen, Schwerter. Müsste ich noch reparieren? Mein Kampfset. Hier habe ich ja noch Schatzkarten und ein Buch, was ich lesen muss. Allerdings, wenn ich auch besser bin. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz. Waffen. Die Satteltasche, kommandische Holzschild, ungarischer Säbel.
Edle Kettenhaube. Was wiegt noch am meisten? Ah, passt doch. Yep. Ja, ich könnte jetzt auch eine Fackel hochheben. Aber nachts Heimlichkeit und Fackel hoch ist genauso wie, du schleißt dich als Einbrecher irgendwo mitten in der Nacht und hast eine Leuchtreklame. Achtung, hier bin ich. So, ich schleiche mich mal hier ran. Kein Geknurre. Wird der Kind speichern. Guckt er jetzt zu mir? Den ich hatte? Heimlichkeit? Aller Welt? Meuchelmord? Auch du, Protoss? Nein. Hundefreund? Den habe ich noch nicht. Also, aber Hunde in den Höfen oder bei den Häusern ihrer Besitzer bellen nicht und fallen dich nicht an, sofern du sie nicht anrempelst, angreifst oder ihnen anderwärtig als Bedrohung erscheinst. Weil ich dachte gerade, warum hechelt's so, so. Oh, jetzt muss ich aber weg hier. Ich habe hier den Waldbonus, wie gesagt. Waldbench. Da bin ich ja eigentlich, wenn ich dunkle Kleidung, grüne Kleidung trage, nochmal ein bisschen weiter. Unauffälliger. So, ich muss gerade mal gucken. Alchemisten, die Kunst des Aufbrechens, Jagen, Stufe 15, genau. Ein paar Pelze, wo ich verkaufen kann. Hey! Momentchen mal. Pferd. Ich hätte das einmal. Das und das. Dann gucke ich, ob ich da was reparieren kann, damit ich mal hier auch die Schmiedesets wegbekomme. Jo, das auf alle Fälle. Das und das. Der Rest geht irgendwie nicht, weil es wahrscheinlich unter 60 ist. Ein Haufen Bücher. Ach so, stimmt ja. Kenne ich bereits. Schützentrunk kenne ich auch. Drang zu Dams kenne ich. Kann ich dann verkaufen? Stimmt, die wollte ich ja verkaufen. Schatzkarte, ich gucke gerade mal. Ach ja, das. Hm. Ja, stimmt, da war ja was. Und da wollte ich ja noch hier das Zeug verkaufen. Lauerndes Chamäleon, ich bin nochmal 30% schwerer zu entdecken. Ja, läuft ja. Super. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also einfach mal durchgucken. Am besten ist es allerdings nicht mehr mit dem Nexus Mod Manager, sondern mit Vortex. Vortex ist da ganz easy zu bedienen und ich habe selber schon irgendwie mal gedacht, so ein Tutorial zu machen mit Vortex. Man muss nur den Pfad angeben, dann klickt man auf die Seite, downloadet das über Vortex, der installiert das automatisch auf den richtigen Pfad mit den Spielen und so weiter. Dann kann man es einfach aktivieren und jederzeit auch wieder deaktivieren, ohne zu deinstallieren. Und Skyrim spiele ich ja eigentlich auch nur gemoddet. Ab und zu mal. Im Stream. Wenn ich lustig bin. Fallout 4 spiele ich unglaublich extrem gemoddet. Jahreszeitenmod und so weiter. Ist ja ganz lustig, wenn man auf einmal nuklearen Winter im Dezember hat.
Also Schnee und so. So, dann machen wir auch aus dem Kumban. Ja, ja. Ich meine, gut, viele Mods werden eher dafür beeinflusst, so Nude-Mod und so weiter. Für mich aber zählt auch eher grafische Mods, Spiele-Designs und so weiter. Wie zum Beispiel bei Skyrim, da gibt es die Mod Hunterborn. Da werden nochmal etliche Tiere hinzugefügt, von Wölfen, Elchen, Hirsche und so weiter. Dann braucht man spezielles Werkzeug dafür. Und man kann dann auch... du kennst die Mod, okay. Und ich muss sagen, die Mod finde ich gar nicht mal schlecht. Das war mein Handy. Das war Twitch. Moment. Theron streamt. Aha. Oh ja, bitte, Deji. Wenn du mal die Zeit findest, poste doch mal bitte eine Survival-Mod oder die Survival-Mods. Bitte. Poste die auf alle Fälle mal bei uns in den Discord-Channel. Der Hund hechelt immer noch. Genau, am besten in Hashtag Gaming. Und da werde ich dann auch mal... Oder wir sollten mal einen neuen Channel erstellen mit Hashtag Mods irgendwie. Oder Modding Games irgendwie. Und da mal unsere favorisierten Mods, die wir empfehlen können, mal reinzuknallen. Mit welchen Mods so man spielt und so. Weil ich würde gerne mal die Survival auch ausprobieren. Ich meine, ich spiele schon Fallout 4 in... im Survival-Modus, gibt aber auch eine Mod dafür, wo du dann die Bedürfnisse einstellen kannst, also dass du viel schneller Hunger erleidest, dass du viel schneller Durst bekommst, dass du viel häufiger Schlaf brauchst oder dass du das verzögern kannst, so von wegen, ja, du brauchst wirklich erst nach ungefähr 20 Minuten wirst du hungrig oder durstig. Ich sollte noch eine Fackel anzünden. Oder so zum Beispiel, wie was Vela gesagt hat. Aber wie gesagt, ja, genau. Zum Beispiel, klar. Aber du kannst halt, wie gesagt, mit der Mod auch das Ganze einstellen. Zum Beispiel, dass du auch, dass es länger benötigt, bis du was essen musst oder bis du schlafen musst. Was gab's noch? Companion Finder, also Where Are You Mod nennt sich die, glaube ich. Weil ich schicke eigentlich meine Companions eigentlich immer auf Geschäftsreisen, nenne ich es. Also zwischen den Stationen hin und her. Und wenn ich mal wissen muss, wo die sind, dann kann ich das nämlich auch... Und so weiter. Genau. Zum Beispiel. Aber für Skyrim habe ich halt noch keine Survival-Mod gesehen, gefunden oder ähnliches. Nein, ich spiele die alte Version. Die Special Edition habe ich nicht. Aber was halt für mich wichtig ist, ist Sky UI. Achso, halt, ich habe unten einen Schlafplatz. So, dann erstmal Waschi-Waschi machen. Ich spiele die alte Version, weil Special Edition, nö, wozu denn? Ich muss einfach nur ein paar Grafikmods draufklatschen. Und schon habe ich genauso die Special Edition. Hier mit 4K und so weiter. Oder 2K, je nachdem. Gibt es so eine Grafikmod?
So, schauen wir mal, was Theron macht. Oder was er streamt. Okay, Handy. So. So, mal gucken. Ach, wer Elder Scrolls Online spielt, ja. Alles klar. Theron, viel Spaß. Den unofficial Patch habe ich noch nicht mal. Alternate Life gibt's noch. Da hatte ich irgendwie seltsamerweise die ganze Zeit Probleme. Aber seltsamerweise irgendwie vor kurzem hat's irgendwie geklappt. Nachdem ich nochmal die Mods nach Updates überprüft habe und deployed habe. Dann hat's auf einmal funktioniert. Wo ich mir dann auch so dachte, hui. Ich muss erst mal kurz mein Fenster verschieben, damit ich auf den Chat sehe. So. Okay. Es gibt ja aber auch eine Mod, die nennt sich Get Out of My Way. Oder irgendwie. Ich muss dann nochmal nachgucken. Oder mal. Man kann seine Companions so beeinflussen oder so steuern. Weil wenn man durch eine Tür möchte, dann kann es sein, dass zum Beispiel Lydia voll im Weg ist, voll in der Tür drin steht und du dagegen laufst und die rückt nicht weg. Dann kann man es einstellen, zum Beispiel eine Armlänge Abstand oder sonst was. Und ja, Herr Ober. Beste Grüße. Ja, halt Mod. Gibt's dafür. Dass die, und man kann die Reichweite sogar einstellen. Du sollst 1 Meter Abstand halten, eine Armlänge Abstand. Komm mir nicht zu nah und so weiter. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Das sind gute Neuigkeiten. Es gibt Berichte, wonach Leute am Bach von Thalmberg Richtung Uschitze überfallen wurden. Könnte sich lohnen, der Sache auf den Grund zu gehen. Alles klar, ich sehe mir das an. Eine halbwegs never-ending Story. Also irgendwann hat es ein Ende und dann kommt die dritte und letzte Stufe und die hasse ich, Raubritter. Ich habe Trophäen. Zeig her. Das hat dieses Pack verdient. So. 838 Groschen. Klingt viel, ist es aber nicht. Und das Ganze hier ist übrigens noch eine halbwegs never-ending Story. Irgendwann ist es zu Ende. Mit dem Zeug hier. Und dann geht's los mit Sasau im Kloster. Ja, Raubritterjagd. Und das wird heftig. Raubritter, die sind nämlich extrem fett gepanzert bis zum Anschlag. Halte mal, wenn wir schon in Thalmberg sind, wisst ihr was? Hasenjagd. Obwohl, halte mal. Nee. Kann ich ja nicht wirklich machen. Da muss ich erstmal mit Jagen besser werden. Weil wegen Schaf im Wolfsfels. Ich muss nämlich Geweibe schaffen. Ja. Wat nu? Auf nach mehr. Oh, jetzt. Würde ich mal sagen. Reit mir dorthin. Achso, ja. Und zum Schatz übrigen. Weil es gibt hier ja noch bei Thalmberg einen Schatz. Keine Ahnung, ob ich den schon geholt habe. Ist auch ein Weilchen her. Ich glaube, 17. Januar habe ich das letzte Mal hier gespielt. Ist ein Weilchen her. Und zwar hier am See gibt es einen Schatz. Immerhin sind die Schatzkarten einigermaßen besser detailliert. Als in Skyrim. Boah. Da wollte ich ja nämlich, habe ich auch gedacht, wie, es gibt Schatzkarte. Nachgeschaut. So, wir sind übrigens da bei diesem roten Zelt. Müssen so um den See herum. Und dann da, wo das Vieh hängt, gibt es einen Schatz.
Wo ich auch nur so dachte, meh. Okay, kann ich nicht benutzen. Ich dachte schon. So. Jetzt muss ich nur gucken, weil irgendwo gibt es hier so ein Versteck. Keine Ahnung, ob ich den Schatz... War der wenigstens Minimum hochwertig? Ich finde es halt schade, dass Heinrich hier nicht solche Klippen hochklettern kann. Viel schlimmer wär's, wenn du einen Schatz findest, du machst die Truhe auf und du findest einen Zettel. Ich war schon vor dir da. Ne. So, hier, genau. Hey, verpiss dich da. Das ist nicht zu deinesgleichen. Und hier ist im Übrigen. Erstmal die Waffe ablegen. In Fahrt mit dir! Na. So, erstmal den Wilderer hier verscheuchen. So. Es gibt ja auch noch, glaube ich, eine Mod mit viel realistischere Kämpfe. Jesus Christus. Wo das Ganze nochmal etwas schwerer macht. Also. Du bist frei. Lass deine Waffe hier und geh. In Ordnung. Sehr schön. Krieg noch Gratiswaffen. Dann nehmen wir die mal. Na. So, nämlich hier ist der Schatz. So, hier, okay, gibt nichts mehr. Schweinefleisch, oh, immer her damit. Wie war denn das nochmal? Ich war eigentlich hier gut, eigentlich in Schlösser knacken. So. Ist keine Mod jetzt im Übrigen, sondern die haben das Detail wirklich. Ah, ja, Trank des Nachtfalken. Uiuiui. Schauen wir mal, ob ich den nicht schon beherrsche. Kenne ich bereits, alles klar. Alles zum Verkauf. Pferd, komm her. Noch kann ich aufsteigen. Gut, ich brauche jetzt eine große Stadt mit einem Rüstungshändler, Waffenhändler, also Schmiede, damit ich das Zeug hier alles reparieren und dann verkaufen kann. Für Pribislavitz. Was? Warum sage ich Pribislavitz? Ich muss gerade mal schnell was nachgucken. In unserem Dörfchen. Ich soll mal wieder Richter Henker spielen. Ah, ich habe einen Rüstschmied, aber keinen Waffenschmied. Alles ist soweit gebaut. Ich denke mal, alle sind glücklich und zufrieden. Ich habe halt bloß, wie gesagt, keinen Waffenschmied. Aber Rüstschmied bringt mehr Geld ein als ein Waffenschmied. Huch. Dann auf nach Merhoyet. Kümmern wir uns darum. Ach, das ist der Wilderer. Der geht jetzt wahrscheinlich wieder zu seinem Plätzchen zurück. Und weidet weiter heimlich Tiere aus.
So, erstmal nach Thalenberg rein, mehr oder weniger. Hier runter. Und ja, auf nach Merhuyet. Ja. Aber was Waffen betreffen, gut, das lohnt sich wahrscheinlich für dich nicht mehr, weil du halt schon viel weiter im Spiel bist als ich. Ich nehme halt Dolche immer mit und verkaufe die dann einfach bei einem Schmied. Ja. Vorsicht. So. Und immerhin wollte ich mir auch noch ein neues Pferdchen irgendwann holen. Aber da brauche ich noch viel mehr Geld. Groschen. So um die 4000 für das beste Pferd. Stimmt, ich wollte mir noch Notizen eigentlich machen. Wegen dem Pferdevergleich, weil es hieß Schlachtross Jena oder Jessa, Hossa. Irgendwas mit J, glaube ich. Jehova, Jehossasa, Hups, Google Hupf, irgendwas. Seid angeblich das beste Pferd. Und ich weiß halt mit dem DLC aus der Asche. Und wenn man den Stall baut, bekommt man drei neue Pferde. Einmal Agro aus Shadow of the Colossus. Schattenmähne. Und Schattenfell. Und einer der drei, ich glaube, war es Schattenfell? Von Herr der Ringe? Sei das beste Pferd, glaube ich. Okay, der rennt weg. Ach so, ich kann nicht spurten, wenn ich über Land bin. Gut. Hornstrauchbogen. Das rüste ich mal wieder aus. Rüstung. Kann weg. Jagdhandschuhe. Rein damit. Jagdhut. Rein damit. In die Satteltasche. Satteltasche. Könnte ich ausrüsten. Rein damit. Rein damit. Rein damit. Ah, schon besser. So, dann schauen wir mal. Einmal neben- und hauptquestmäßig, wie es hier aussieht, wie es weitergeht, sind die Leute wieder auf dem Dampfer. War hier nicht ein Unfallort? Keine Ahnung. Brennnesseln gibt es hier zuhauf. Weil eine solche hat er hier Merhuyet so weit dahin gerafft. Und wir haben den Leuten ja so weit geholfen mit dem Heilmittel für Merhuyet. Eigentlich habe ich auf den Typhus getippt, aber das Trinkwasser wurde vergiftet. Und ich weiß halt nicht, wo die Leute ihr Trinkwasser holen. Ob hier aus dem See oder ob aus dem Brunnen. Ich habe den Brunnen halt nicht gefunden. So. Hier. Ich glaube, Melicha war es, ne? Ja. Red mit mir! Das war der typische Host von Tingo. Danke für den Host. Gut, schauen wir einfach mal nach dem Gefangenen. Machen hier mal die Tür zu. Und machen hier die Tür zu. So. Willkommen zurück unter den Lebenden. Wer bist du? Ich bin Heinrich und ermittle im Auftrag von Herrn Ratzig Kubilla. Oh, verstehe. Mit mir wirst du leichtes Spiel haben. Wie das? Ich werde dir keinen Ärger machen. Eine weise Entscheidung. Ich bin ein weiser Mann. Ich möchte, dass es schnell geht. Will den Rattaier Henker nicht unnötig aufhalten, wenn du verstehst. Ich verstehe. Was willst du wissen? Alles. Sag mir zuerst, wer hinter all dem steckt. Wem folgst du? Dem Gold, Junge. Jeder andere auch.
Das ist nichts Neues. Aber wer hat dich bezahlt? Ich bekam meinen Sold von Wicht, wie alle in Pribislawitz. Wicht wiederum bekommt sein Geld vom Anführer. Und der lässt es münzen. Wer von den Banditen ist der Anführer? Du denkst, er wäre ein Bandit? Wenn er das hörte, würde er deinen Kopf auf einen Pfahl stecken. Niemand weiß wirklich was über ihn. Nur, dass er kein Tscheche ist. Ein Fremder also? Ist er Deutscher? Glaube ich nicht. Aber sicher kein Tscheche. Und er hat Geld wie Heu. Würde meinen Hals verwetten, dass er ein Blaublüter ist. Wegen seinem Aussehen? Ja, seiner Rede nach. Jeder kann sich wie ein Blaublüter kleiden. Aber er redete daher wie einer. Danke, Digi. Ich hab's gerade auf dem Handy auch gesehen. Habe ich alles hier drin stehen auf dem Handy? Ich habe gerade nachgeschaut. Was ich gerade eher sagen wollte, die Mod ist definitiv buggy. Da muss ich mal einen Report schreiben. Irgendwie unter Bugs oder sonst irgendwie. Weil man sieht hier so auf der Brust so Dreieckstücke und so weiter. Also da wurde leider nicht ganz sauber gearbeitet. Wo ist dein Anführer jetzt? Kein Schimmer. Nach Pribislawitz befahl er uns, Meerheue zu überfallen. Kam aber nicht mit. Ging sonst wohin. Aber ich schätze nicht, dass ihr lange vor ihm Ruhe haben werdet. Also befiehlt dieser Anführer alle Überfälle? Das sagst du. Ich sage, du siehst das alles falsch. Ach ja? Du willst wissen, wer das Sagen hat und wer wem gehorcht. Nun, Banditenlager sind kein Adelssitz. In Pribislawitz gab es alle möglichen Banden, große und kleine. Räuberbarone, die ihre eigenen Männer hatten und von ihnen mein Herr genannt wurden. Und gewöhnliche Strolche, arm wie Kirchenmäuse. Männer kamen und gingen. Viel Gezänk, Mord und Totschlag. Alte Freunde und alte Rivalen trafen aufeinander. Weißt du, was ich meine? Schätze schon. Es war ein einziges Durcheinander. Hauptsache, keiner stellte Fragen. Mir war es scheißegal, wer der Anführer war, was er im Sinn hatte und ob er ein Ei hatte oder zwei. Mir ging's nur ums Geld. Aha. Und ich glaube, auch durch die Mod hat der Typ statt blonde Haare grüne Haare. Die haben so einen Grünstich. Woher wusstest du von Pribislawitz? Wer brachte dich hin? Ein Kerl namens Moorcock. Wir lernten uns in der Nähe von Kuttenberg kennen. Ich raubte Bürger aus, die vor Sigismunds Armee aus der Stadt flohen. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von Pribislawitz. Wozu der Angriff auf Meerhujet? Der Anführer selbst gab den Befehl. Schätze, er wollte den Herren in der Region zeigen, dass er noch lange nicht geschlagen ist. Also plant er weitere Überfälle? Der Anführer hängt ständig was aus. Pribislawitz war erst der Anfang. Also wusstest du von den gefälschten Münzen? Natürlich. Ich brachte die Groschen nach Pribislawitz mit ein paar anderen Dingen. Wirklich? Wo kamen die gefälschten Münzen her? Du meinst, wo sie gefertigt wurden? Weiß nicht. Ein Händler namens Meinhard gab sie mir. Wir trafen uns immer bei den Kohlenmeilern in der Nähe von Rovna, bei der Kreuzung. Wie es der Zufall so will, soll ich ihn ungefähr jetzt dort treffen. Also wartet Meinhard dort. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er könnte von Pribislawitz gehört und beschlossen haben, nicht zu kommen. Und weiß Meinhard, woher die Münzen kommen? Woher soll ich das wissen? Für mich ist er bloß ein weiteres Glied in der Kette. Ich weiß nicht, mit wem er Handel treibt, so wie er nichts über mich weiß. Verstehe. Also hat es vermutlich keinen Sinn, dich zu fragen, ob du mehr über ihn weißt. Wäre Zeitverschwendung. Er übergab mir die Münzen und dann gingen wir getrennte Wege. Na danke, Deji. Na schön, danke auch. Jetzt kann ich wieder wegen dir ein neues Spiel starten. Wer weiß noch von dem Geld? Außer dem Anführer, Meinhard, Wicht und mir, nur ein paar andere. Die Männer bekamen aber auch richtige Münzen. Hätte sie stutzig gemacht, wenn alle frisch geprägt gewesen wären. Du sagtest, du hast auch andere Dinge geliefert. Welche? Briefe für den Anführer.
Meenhard gab sie mir und diesmal sollte ich Meenhard auch eine Antwort überbringen. Hast du diesen Brief noch? Sicher doch. Diese Bauerntölpel hier interessieren sich offenbar nicht für Briefe. Dann her damit. Mit Freuden. Worum ging es in den Briefen? Glaubst du, man hätte sie mir anvertraut, wenn ich lesen könnte? Ich brachte sie lediglich zum Anführer und zurück zum Meenhard. Das war alles. Mehr muss ich fürs Erste nicht wissen. Fürs Erste? Um Gottes Willen, lass ja nicht zu, dass mich der Henker verhört. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Ich kann deine Mithilfe nicht leugnen. Ich werde mich für ein schnelles Ende einsetzen. Heinrich, der alte Stroh will sich den Räuber vorknöpfen. Tritt sofort beiseite, du junger Bursche. Aber du kannst mich doch nicht einfach umbringen. Halt's Maul, du mieser, dreckiger Hund. Ich will kein einziges Wort hören. Du hast hier gar nichts zu sagen. Beruhige dich, Stroh. Na komm, nach allem, was er getan hat, wird er seine Strafe nach bekommen. Schreib verdammt nochmal nicht im Weg, Milcher! Heinrich muss das entscheiden. Schließlich hat er ihn gerettet. Auweia. Wie gesagt, Thunderborn habe ich erst vor kurzem, wann war's? Sonntag? Getestet. Muss sagen, soweit super. Und ich bin echt gespannt, wie das noch wird. Weil ich spiele das ja einmal so im Stream, ab und an mal, seit kurzem. Weil andere Projekte pausiert sind. So sonntags vielleicht mal, wenn ich lustig bin. Oder wenn ich mal Lust darauf habe. Und ich lasse mich da mal überraschen. Reden wir darüber. Ha! Der Dreckskerl hat meinen Sohn ermordet. Ich will ihn tot sehen. Ich verstehe dich, Stroh. Meine Eltern wurden vor meinen Augen ermordet und bis zum Tage meines Todes verzeihe ich mir nie, dass ich sie nicht retten konnte. Und wenn du ihre Mörder in die Finger bekämst, würdest du sie leben lassen? Ich schätze. Siehst du? Aber gut, schaff diesen Bastard raus. Und wenn du eines Tages die Mörder deiner Eltern findest, denk an diesen Tag zurück. Habe ich dir erzählt, dass meine Gattin... Uff. So, dann warten wir mal. Wird das jetzt eine Schnellreise? Das wird eine Schnellreise. Satat geht nicht runter, Energie geht nicht runter, alles klar. Also wie gesagt, danke für die Mod-Vorschläge, Deshi. Ich lasse mich da mal angenehm überraschen. Bloß das einzige Negative, jetzt darf ich wegen dir ein neues privates Spiel anfangen. Am besten mit Alternate Start. Ja, ich bin Jäger in der Wildnis. Weil dann startet man irgendwo in der Welt von Skyrim. An einem Punkt, an einem Lagerfeuer, glaube ich. Ich glaube, in der Nähe von Helgen, wo man ein kleines Zeltchen hat, wo man ein kleines Zeltchen hat, eine kleine Feuerstelle mit einer Kochstelle und so weiter und so weiter und so weiter. Weil dann... Ja, schon, aber... warte, ich verschiebe es mal kurz wieder. Ja, die Mods kann man schon so draufpacken, klar. Aber für das richtige Feeling, mit Alternate Start, statt, ich bin von über die Grenze Hammerfell, irgendwie bin ich auf dem Karren mit den anderen, wie Ulfric Sturmmeitel und so weiter, und dann bin ich in Helgen und es kommt ein Drache, kann ich zum Beispiel, ja, ich gehöre zu den Vampiren, oder ja, ich wurde irgendwo ausgeraubt und zum Sterben niedergelassen, dann, oder ich möchte raus aus diesem Gefängnis oder was war's doch alles. Mir gehört ein Pub und ich kann aussuchen, in welcher Pub mir gehört. Zum Beispiel Iverstadt oder sonstige Geschenke in Weißlauf etc. 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 Und dann, oder ich bin halt ein Jäger
in der Wildnis und so weiter. Man startet irgendwo in der Wildnis mit einem kleinen Zelt, mit einem kleinen Schlafplatz, mit einer ganz kleinen Feuerstelle, mit einem kleinen Kochtopf und mit einem Fass, glaube ich. Und dann mit einem Wanderrucksack, wo die Sachen drin sind, in der Nähe von Helgen zum Beispiel. Und dann sieht man nur den einen Drachen wegfliegen und dann taucht so als Quest auf, erkunde dich, was in Helgen passiert ist. Huch, Spiel gespeichert. Gut, wir sind in Rattay. Ist mir auch recht. Weil ich jetzt auch zum Schneider gehen kann. Und erstmal alle Sachen repariere. Ah, das ist die Mod, ja, die ist buggy. Was brauchst du? Wie man sieht. Mach's gut. Das ist echt schade. So, verkaufen. Bunthaube verkaufen. Grünes Hemd, das ist meins. Görlitzer Wappenrock lassen wir. Reiterstiefel, nee. Auf jeden Fall hat er 2700. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das auch durch eine Mod habe. Weiß ich gerade nicht mehr. Halt, nein, zurück. So. Aha, Pferd. Oh, halt, so. So. So, 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 so. Raus damit, raus damit. Weil die will ich ja eh verkaufen hier. Auch die Stiefel vor allem. Bei einem Schuhmacher. Magische Command. Okay, die muss ich ja behalten anscheinend. Panzerhandschuhe. Modische Schlappen. Ungarisches Kettenhemd. Schulterplatten. So. Ja, aber echt, das liegt an der Mod von wegen Better Buddies oder wie die sich nennt, von Skyrim. Frauen und Männer haben allesamt bessere realistischen Körperbau und auch vor allem einzigartig. Ich glaube, das war auch bei Fallout 4, aber da funktioniert die Mod zusammen mit CBBE, also kalierendes Better Body Dingsbums. Weil die Mod ist, glaube ich, wie groß? 2,7 GB. Und jeder sieht anders aus, also mit Frisur und so weiter. Allerdings sieht Piper aus, wie als ob sie in eine Teergruppe gefallen ist. Oder wie als ob sie ungefähr ein halbes Jahr in Ägypten war und hat sich braun lassen. Zum Beispiel. So. Oh, halt. Nein. Reparatur erstmal. Und jetzt das Zeug verkaufen. So. Oh, ich merk's schon, ich hab's ewig nicht mehr gespielt. Weg damit. Gepflegte Beindinge, gepflegte Dunkelbeindinge. Die Bunthauben können weg. Jagdhandschuhe. Jagdhut. Ich frage mich gerade, waren die Lederhandschuhe auch dabei? Achso, halt, nee, das sind meine. So. 1400 Groschen. Ich werde so langsam reich wieder. Weil so langsam geht's da drauf und dran für Pribislavitz. Ich meine, ja, ich habe ja schon ein positives Einkommen von 1800, 1900 Groschen. Allerdings mit Pribislavitz. Die Kirche, Rathaus und so weiter muss doch ausgebaut werden und hast du nicht gesehen. Lass uns an. Denn nicht. Reparatur. So. Erstmal das ganze Geld ausgeben und das holen wir jetzt auch wieder rein. Verkaufen. Brauche ich nicht. Oh, die Stiefel könnte ich fast verkaufen. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Das war's. Jetzt wird's interessant. Der hat nicht mehr so viel Geld. Der Rüstmeister. Halt. Waffenschmied. Da kriegt er auch noch ein paar Sachen. Gott sei mit dir.
Ja, vor allem die Kleidung lädt nicht mal gescheit. Oder nicht richtig. Oh Mann. Reparatur, halt. Pferd. Raus, 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 raus. Raus, raus, raus. Pernach auf alle Fälle. Die Bögen. Weil die Säbel und Schwerter und Äxte, die kann ich selber auf alle Fälle reparieren. Indem ich sie hier schärfe. Badaxt. So, lass mal die Funken fliegen. So. Jawohl, ja. Ungarischer Säbel. Lass mal hier diese Macken rausschleifen. Ich sagte, die Macken rausschleifen. So. Gewöhnlicher Säbel. Auch hier die Macken rausschleifen. Der Rest macht dann das Schmiedeset. Dann kann ich jetzt auch die Waffen verkaufen. Ich hoffe, der hat genügend Geld, weil ich habe die Händler nachts um ihre Waffen alle erleichtert und um ihre Groschen beim Einbruch für Pribislawitz. So, lass uns handeln. Die Bardaxt. Ah, da hat immerhin reichlich. Pernach. Ungarischer Säbel. War altes. Nee, altes Familienerbstück war zwar jetzt hier kein Ding, aber ja. Gemüse! Frisches Gemüse! Das Metzger, da kann ich auch gleich, denke ich mal, das Fleisch und so weiter verkaufen. Apotheker, komm her. Glück und Gesundheit. Da kann ich dem wenigstens ein paar Sachen auch verkaufen. Schauen wir mal. Behalte ich. Ich habe zu viele Brennnesseln und so weiter. Es gefällt mir wiederum nicht. Genauso wie Disteln und Kamille. Ich sollte echt noch irgendwelche Tränke zusammenbrauen. Ah, cool. Ich kann die Dinger schon mal verkaufen. Mythen der Rhetorik. Redekunst, okay. So, drei Verbände. Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Ich will ein Meister werden. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Du benötigst ein umfassendes Vorwissen, um ein Meister zu werden. Ja, stimmt, ja. Ich denke darüber nach. Ich dachte, ich könnte jetzt mal eben noch hier Alchemie knallen. Bin aber erst Stufe 14. Reiten, reparieren, Stufe 20, Trinkfestigkeit 12, Taschendiebstahl 9, Hundeflüsterer, weil ich Manfred war's, nicht dabei habe. Lesen bin ich auch ganz gut dabei. Kräuterkunde muss halt noch jagen, auf alle Fälle. Heimlichkeit, Schlösser knacken, ist eigentlich auch bei 14, da muss ich mich nur verbessern. Dann kann ich auch die Bücher angehen. Ja, Manfred, dieser verdammte Hund. Ich meine, privat habe ich Köter, also so heißt er ja eigentlich, dass den Hund dabei. Und wenn man den ganz gut getrimmt hat mit Hundeflüsterer, dann sucht er auch interessante Orte auf und so weiter. Ist zwar geil, wirklich, aber im Kampf ist der echt eine Plage. Das sind gerade Gegner, ich will zuschlagen, ich triff Köter haut ab.
Der Hund ist immer und immer und immer wieder im Weg. Und deswegen verzichte ich in diesem Stream auf den Köter. Danke, Deji. Dir dann frohes Lurken. Und ich wünsche dir soweit einen Gott schönen Abend, falls du später weg bist. Achso, okay. Okay. Ja gut, wenn stressiger Arbeitstag, dann ja, dann ist es auch erlaubt. Uff. So, ich bin in Ratai. Ich bin immer noch überlastet. Ich brauche noch einen anderen Rüstschmied. Ich sollte vielleicht der Pribislavitz. Das nächste, was ich eigentlich auch noch sagen wollte, ist, ich werde vielleicht dieses Mal eine Schnellreise nach Pribislavitz machen. Obwohl ich eigentlich auch gesagt habe, dass ich eigentlich auf Schnellreise verzichten will. Ist halt ein bisschen... Oh, halt mal, stimmt ja, ich wollte ja noch Tränke verkaufen. Also auf zurück zum Apotheker. Ja. Oh Mann. So, verkaufen. Nahrung. Gegenmittel, schön und gut, behalte ich. Gift brauche ich ja jetzt nicht mehr. Wobei, bis auf eine Flasche verkaufe ich es mal. Katerbier, Konservierung, Lazarus behalte ich, Retterschnaps behalte ich. Schnaps kann ich verkaufen. Schützentrunk, okay. Ah, hier, Schweinefleisch, das muss ich unbedingt verkaufen. Trank des Barden. So, Trank des Verderbens. So. Il Perfecto. Ach, ich kann nicht sporten, weil überladen. So. Glück und Gesundheit. Nimm Fleisch. Werte Dame, nimm mein ganzes Fleisch. Vermögen des Senders 510,9. Oh, das wird interessant mit dem Schweinefleisch, wenn es mir 0,6 Groschen einbringt. Oh, das geht sogar. Gut, getrocknetes Hasenfleisch. Oh, da bin ich doch einigermaßen happy. Gekochtes Hasenfleisch. Komm, Hundeschmalz kann raus. Ich habe noch genügend Wein. Billiger Wein. Die füllen ja soweit auch meinen Magen. Getrockneter Apfel. Alles klar, müsste passen. So, Ruf verbessert. Sehr schön. Hab alles verloren. So, die Seuche. Warte, bis sich die Lage geklärt hat. Okay. Erstatte Herr Ratzig beim Aussichtspunkt vom Talenberg Bericht. Ach, hol mich doch der Teufel. Naja. Aber ich bin nicht mehr groß überlastet. Ich bin... Moment. Okay. Ich wollte gerade sagen, meine Herren... Hab ich abgenommen an Inventarplatz, aber das ist das Pferdeinventar gewesen. Dann zurück. Ach, 20.20 Uhr schon. Also sprich in 40 Minuten Feierabend. Weil, wie gesagt, morgen früh raus und so. Deswegen gibt es heute nicht ganz so lang Kingdom Come. Dann mehr Hoyette. Ja. Beziehungsweise Richtung Merhoyet. Herrn Ratzig Bescheid geben.
Wobei, ich schau mal kurz, ob Peschek ordentlich Kohle hat. Also Groschen. So, da ist Manfred. Da. Na, Bursche? Lust auf eine kleine Wette fürs Rataia-Turnier? Wie wär's, wenn ich dir Zeug verkaufen kann? So. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern... Aha. Ja. Okay, gut. 4,5. Verkaufen. Schauen wir doch mal. Glückstränenwürfel verkaufen. Pelze verkaufe ich gleich gegenüber. Silberkelch, Silberring, Schrumpfwürfel. Ich mag die Würfel irgendwie nicht. Die spielen mit normalen Würfeln. Komm, edle Stiefel. Weil er hat ja das Geld immerhin. Gott. Und die Waffen. Hornstrauchbogen, 3 Stück verkaufen. Komm, altes Familienerbstück, ich riskiere es, aber normalerweise müsste das unter Questgegenstand dann drin sein. Deswegen, ja. So. Dann dauert das so seine 2-3 Tage in-game. Und fertig. Deji, ich weiß, du bist im Lurk-Modus, aber falls es dich interessiert, du kannst nicht einfach so die Zeit überspringen. Du kannst maximal 12 Stunden schlafen, länger geht nicht. Den Rest musst du eventuell mit Warten verbringen. Darfst aber auch nicht vergessen, regelmäßig essen und schlafen. Wegen Energie und Sattheit. Energie, ja, das sieht man es ja schon. Ich sollte so langsam wieder was essen. Aber auf keinen Fall Gift, sondern getrockneter Apfel, komm. Räucherwurst, die gibt 27 Sattheit. So. Ja. Ja. Falls du also mal denkst, so, ja, du willst die Zeit recht flott überspringen, dann entweder warten einen ganzen Tag. Oder du kannst, du wartest einen halben Tag, den Rest vom halben Tag, also 12 Stunden schläfst du, dann wieder warten, so 12 Stunden. So kannst du auch die Zeit recht schnell überspringen, in Anführungsstrichen. Und dann passt die Sache. Ich meine, ich habe jetzt zwar geschlafen bis 8.30 Uhr und jetzt ist gerade Ingame 12 Uhr. Kann dazu sein, dass gegen 21 Uhr vielleicht 15 oder 16 Uhr ist, also... Es dauert halt ein bisschen, bis es Abend wird. Ich muss dann mal irgendwie, vielleicht steht es auch irgendwo drin, von der Spielemechanik her, wie lange Ingame-Spielzeit das dauert, bis ein Tag vergeht. Aber ich meine, Minimum eine Stunde, oder was ist das Minimum? Eine ganze Stunde wird es dauern, also von... Sag mal 7 Uhr bis 23 Uhr. Oder bis 20 Uhr. Ich weiß es nicht so genau. Ja. Während in Skyrim nach 15 Minuten schon wieder Nacht ist. Oder Tag, je nachdem. Galoppel, Galoppel, macht Platz! Lang. Ja, stimmt ja, bei Herr Ratzig gab's eine Bande von Bastarden. Und ich bin gespannt, was das für ein DLC ist. Womit wir es zu tun haben. Bin ich gespannt. Ich fand schon die Theresa DLC eigentlich... das Theresa DLC ganz geil, wo so grob den Tag vor
den Überfall auf Scarlett schildert, bevor die Welt untergeht. Aus Theresas Sicht. Was sie alles erlebt hat und so weiter. Was auch sehr interessant war, wobei der Anfang ein bisschen seltsam war, weil er so ein bisschen an einen Disney-Film erinnert hat. Wie Villa es genannt hat. Da diese eine Szene mit dem Hund. Streuner. War es, glaube ich. Hoppa! Interessanter Ort. Ach, habe ich schon entdeckt, okay. Und ich glaube, oder ich meine, dass es dann wieder danach weitergeht mit der Hauptquest von wegen, ja, reite nach da und dahin. Ja. Jetzt geh doch hier durch. So. Pferdesteuerung für die Katz. Ich muss doch irgendwie dorthin oder muss ich aber so rum und ich schau mal kurz was nach. Gibt es hier nicht irgendwie so einen Weg, der eingezeichnet ist? Ach hier, einmal so noch weiter und dann rechts abbiegen, so um die Ecke. Ja. Hier. So, und der führt dann zum Aussichtspunkt hin. Gegenstand kochen, alles klar. So, dann wollen wir mal. Schön, dich zu sehen, Junge. Herr Hanusch hat mir vom Turniersieg erzählt. Gut gemacht, Heinrich. Ich bin aus Merhoje zurück, Herr. Wie sieht es dort aus? Ich habe aus dem Kloster Hilfe geholt. Bruder Nikodemus und Johanka aus Scarlets. Glücklicherweise gelang es Nikodemus, die Krankheit zu heilen. Zumindest sieht es bis jetzt vielversprechend aus. Dem Herrn sei Dank. Endlich gute Nachrichten. Was ist mit dem Gefangenen? Hast du ihn befragt? Er war auch krank. Hat er überlebt? Zum Glück überlebte er und ich konnte ihn befragen. Was hast du erfahren? Er brachte die gefälschten Münzen nach Pribislavitz. Erhalten hat er sie von einem Händler namens Menhardt. Noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber ich weiß, wo das Geld übergeben wird. In der Nähe von Rovna. Und dieser Menhardt sollte jetzt dort warten. Ausgezeichnet, Heinrich. Diese Gelegenheit dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Begib dich dorthin und nimm diesen Menhardt in die Mangel. Warte noch. Es gibt da etwas, über das ich mit dir sprechen möchte. Alles Gute. Ich wusste, du enttäuschst mich nicht. Nichts gegen Bernhard, Robert oder einen von den anderen. Aber keiner hat so viel herausgefunden wie du. Zumindest nicht ohne Prügel und Folter. Aber das funktioniert ja auch nicht immer. Dich schickt der Himmel. Danke, Herr. Finde heraus, wer hinter all dem steckt, dann werden wir sie uns vorknüpfen. Ja, Herr. Herr, was gibt's? Manchmal frage ich mich, was das alles zu bedeuten hat. Warum lässt Gott nur so etwas zu? Dieses Gemetzel und die nie
enden wollende Rache? Eine schwierige Frage. Ich bin kein Theologe. Aber vor langer Zeit kam ich zu dem Schluss, dass wohl alles im Leben eine Prüfung ist. Das Leben ist eine lange Kette aus Problemen, die es zu lösen gilt. Je mehr wir lösen, desto bessere Menschen werden wir. So habe ich das noch nie betrachtet. Sieh dir nur diese ganzen verwöhnten Schnösel an, die keine Sorgen haben, wie der junge Herr Capon zum Beispiel. Allein der Gedanke an seine Regentschaft lässt mich erschaudern. Das Leben birgt immer neue Herausforderungen, doch wir müssen stark bleiben und uns ihnen stellen. Nun, begib dich nach Sasau und stell dich dieser. Verlass dich auf mich, Herr. Viel Glück. Okay, interessant zu wissen. Ich habe mit Skyrim eigentlich gedacht, also für mich gefühlt, nach der halben Stunde ist schon wieder Nacht. Und bei Alles, was glitzert, neue Hauptquest, glaube ich. Und bei Kingdom Come, dass es da Minimum über eine Stunde ist. So. Ja, und er reitet. Ja, das DLC lasse ich erstmal. Schauen wir mal mit der Quest. Alles, was glitzert. Erledigt. Fragen und Antworten. Was? Nee, was da? Nee, das kann es doch nicht gewesen sein, oder? Doch! Nach der Vernehmung brachte ich den Banditen nach Rathai, wo er nun im Kerker verfault. Ich habe Herrn Ratzig über alles Bericht erstattet, was sich in Merhoyet ereignet hat und was ich herausfinden konnte. Er hörte mich an und gab mir dann eine andere Aufgabe. Ich soll mich mit dem Händler treffen, der in der die Werkstatt der Münzfälscher mit Geld und Rohstoffen beliefert. Okay. Ja, so meinte ich ja das. So mit 12 Stunden. Mit Skyrim zum Beispiel. So. Kurz was nachschauen. So. Gut. Nein. Karte. So. Wohin sollte ich einmal? Genau. Rovna. Die Hauptquest angehen? Ja, nein, vielleicht. Bitte nicht beides ankreuzen. Was haben wir noch offen? Die Seuche. Warte, bis die... Ich glaube, ich reite zurück nach Merhoyet. Und vielleicht treffe ich auf Bruder Nikodemus. Der wird dann sagt so, ja, Seuche vorbei. Fertig. Darauf geht es gut. Würde mich nicht wundern, wenn es dazu kommt, so fehlgeschlagen, die Seuche. Ja, das wäre übel. Ja. Aber ja, damit muss ich dann leben. Zu Berge, wir ziehen Faller. Mein Hahn ist tot, mein Hahn ist tot. Er kann nicht mehr kriegen, Kokodi, Kokoda. Also während dem Reiten von Kingdom Come passiert ja eigentlich fast gar nichts, weil ich eigentlich vor den meisten Überfällen wegreite wie
nix. So, will ich ja. Ich kann immer noch nicht mit dir reden. Interessant. Na, dann schauen wir einfach mal durch. Bruder Nikodemus? Da, reden. Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Ich denke darüber nach. Sag mal, wie lange dauert denn das? Oder muss ich noch mal einen ganzen Tag warten? Ach, ich wollte doch die Pelze verkaufen. Ach, Mann. Wie mache ich das jetzt? Melicha will ja nicht mit mir reden. Der Hund. Hier ist alles niedergebrannt, aber wie gesagt, ich habe den Bereich schon gründlich untersucht. Von oben nach unten, von links nach rechts, von vorne nach hinten. Ich habe keinen Trinkbrunnen gefunden, wo hier jemand drin liegen soll oder wo sie vergiftet haben. Well, naja. Johann. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Alles Gute. Grundlagen des Reitens. Wow, nicht gelesen, aber ich bin schon mit Reiten Stufe 20, ne? Also, naja. Oh, stimmt, wie geht's Matthias? Der ist nicht mehr da. Entweder Matthias wurde nach Sassau verfrachtet, dann gibt's ja noch das nächste DLC von A Woman's Lot. Wo Johanka ja quasi ihre Reise beschreibt. Ich weiß nicht, was, ob von der Flucht aus Galitz nach Sassau oder wo sie Matthias jetzt begleitet. Weil wir haben ja eigentlich aus dem DLC mit Theresa erfahren, dass Johanka dermaßen auf Matthias abfährt. Und bei den Mönchen hat sie ja eigentlich soweit als Medizinerin eine gute Stelle. Und dennoch nimmt sie diesen, den Kustos vom Kloster, Sebastian von Dingens, trotz dass er ein Arschloch ist. Ist ja in Ordnung, meint sie. Mal gucken. Oh, wird 15 Uhr. Okay. Wie mache ich das? Ja. Ich habe eine Idee. Ich reite Richtung Rovna zur Hauptquest, gehe hoch nach Pribislavitz. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt so. Wir machen jetzt noch ein bisschen die Hauptquest, die ich vergeigen werde. Oder die ich eventuell vergeigen werde. Weil ich weiß ja, wie es ja weitergeht. Und ja. Dann sieht man weiter. Weil, wie gesagt, 21 Uhr, Feierabend. Ich muss gerade mal was nachgucken. Okay. Weil es wird bei uns nicht angezeigt, was Sour Please ist. Oh, Mann. Weil selbst Fields Batman wird bei uns nicht angezeigt.
Keine Ahnung, was das für ein Fehler ist. Ja. Wobei halt, mir fällt gerade ein, nach Prebislawe zu gehen, wäre doch gar nicht mal so verkehrt. Weil ich ja hier 7300 Groschen habe. Ach so. Ach so, sieh mal einer guck. Und was ist jetzt BTTV? Sorry, aber ich bin da nicht so geläufig. So, Better Twitch TV, ja. Okay. Ja, wenn es nur das ist. Ah, so, dann wollen wir mal. Hauptquest, hier I come. Sauerei. Aber definitiv. Ein Wächter? Ah, der hat Groschen. Die will ich haben. Der Rest kann mir gestohlen bleiben. Der hat Groschen. Der Rest kann mir gestohlen bleiben. Schloss knacken ist sehr schwer. Oh, jetzt aber. Aha. Jetzt steigt doch irgendwann mal auf Stufe 15. Oh. Oh. Okay. Hör damit. Waffen. Bürger. Ist wohl eilig. Sonst hätten sie etwas so Wertvolles nie zurückgelassen. Helle grüne Beilinge. Weg damit. Modisches Hemd. Warum mache ich jetzt auf einmal wieder Geräusche? Ach so, doch, ja. Ich habe schon immer Geräusche gemacht, aber weil jetzt deine Perk nicht aktiv ist. Hier wurde jemand verwundet. Scheint, als hätte ihn jemand weggeschafft. Vielleicht finde ich Spuren. Sieht aus, als war der Wagen mit Kohle beladen. Noch eine Spur. Hier bin ich wohl richtig. Blut. Und Holzkohle. Sieht wie Blut aus. Hier lang. Ich bin auf dem richtigen Weg. Noch ein Köhler. Irgendjemand muss etwas gesehen oder gehört haben. Folge der Blutspur, die vom Wagen wegführt. Oh, noch mehr Holzkohle. Immer her damit. Kann ich gut für Tränke brauchen. Hier lang. Allzu viele Köhler gibt es hier aber auch gar nicht mehr. Frag mal trotzdem mal. Gott sei mit dir. Was ist an der Kreuzung geschehen? Was für eine Kreuzung? Was redest du da? Bin ein Freund von ihm. Von wem? Von dem Kerl, den ihr hergeschleppt habt. Ich muss ihm helfen, bin ihm was schuldig. Versteht ihr? Ich weiß von nichts und hab auch nichts gesehen. Wenn du was wissen willst, frag Boris. Ich will nichts damit zu tun haben.
Wer ist dieser Boris? Boris schwingt hier die Peitsche. Du erkennst ihn an der roten Kappe. Danke. Alles Gute. Dann auf zu Boris. Ich bin auf dem richtigen Weg. So, ich pfeife halt die ganze Zeit, damit das Pferd hinterherkommt. Weil ich was testen will. Bin ich doch auf dem richtigen Weg? Scheint so. Lot. Noch eine Spur. Hier bin ich wohl richtig. Hier lang. Ah ja, da ist er. Da ist Boris. Na, kommst du her? Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Was weißt du über den Wagen, der bei der Kreuzung überfallen wurde? Kein Schimmer, wovon du redest. Ach ja? Ja, ist das ein Problem? Hast du eine Ahnung, wem der Wagen gehörte? Nein, ist mir auch Schnuppe. Dann sag ich's dir. Du hast doch bestimmt von der Bande gehört, die Neuhof niederbrannte. Kann sein. Und die den Brunnen in Meerhoyet vergiftet hat. Solchen Männern willst du nicht auf die Füße treten. Ich bin ihnen ja nicht auf die Füße getreten. Im Gegenteil. Wir halfen ihnen. Obwohl wir nicht mal wussten, wer die waren. Was ist passiert? Lass mich eins klarstellen. Wir haben niemanden überfallen. Was hattet ihr dann bei der Kreuzung verloren? Wir kamen vorbei und sahen den Wagen. Also nahmen wir die Säcke mit. Nur die Säcke? Was ist mit der Blutspur, die zum Lager führt? Dazu wollte ich gerade kommen. Da war auch ein Verwundeter. Was sag ich, er war zerschnitzt wie ein Märtyrer auf einem Heiligenbild. Hat uns angefleht, ihn zu verstecken. Also ist er hier bei euch. Lebt er noch? Der Kerl hat einen starken Überlebenswillen. Weißt du, wer den Wagen überfallen hat? Kein Schimmer. Wir kamen später dazu. Hat er euch etwas erzählt? Er war nicht gerade redselig. Mit durchlöcherter Lunge spricht sich schlecht. Wo ist er? Wir haben ihn in den Schuppen da gesperrt. Ich will mit ihm sprechen. Weiß nicht. Er hat gezahlt, damit wir keinen zu ihm lassen. Ich will ihm nichts Böses. Na schön. Hier. Nimm den Schlüssel. Danke. Mach's gut. Ja, sehr schön. So, dann drehe ich kurz mal mein Pferd um 180 Grad. So. Müsste eigentlich gehen. Hoffe ich doch mal. Dann warten wir mal. Ja, grüß Gott. Wer bist du? Egal. Ich bin hier, um dir zu helfen. Gott sei Dank. Ich dachte, ich beiße hier ins Gras. Und dann kommt mein Schutzengel geradewegs durch die Tür. Ich bin kein Engel. Daher musst du mir ein paar Fragen beantworten, bevor ich dir helfe. Ich wusste, dass es nicht so leicht werden würde. Für wen arbeitest du? Wem gehört der Wagen? Maynard. Er ist irgendein Händler und hat mich zum Schutz angeheuert. Mehr weiß ich nicht. Und wohin ist dieser Maynard verschwunden? Keine Ahnung. Bin bewusstlos gewesen und erst hier wieder zu mir gekommen. Weiß nicht mal genau, wo ich bin. Wer griff den Wagen an? Ein Ritter. Ist uns schon ein Weilchen gefolgt. Und wohin ging er? Weiß nicht. Ich wurde verdroschen und ohnmächtig. Weißt du, was ihr auf dem Wagen hattet? Das habe ich Maynard nie gefragt. Kann ich die Wunde sehen? Bist du ein Heiler? In der Art. Mal sehen. Du verlierst Blut und die Wunde ist tief. Die Blutung muss gestillt werden. Hilfst du mir? Ich versuch's. Erzähl mir mehr über den Ritter.
Wo sind die Münzen? Was? Welche Münzen? Ich werde mich nicht wiederholen. Ich weiß nichts von irgendwelchen Münzen. Ach, was? Wo sind die Säcke, die ihr vom Wagen genommen habt? Die Säcke? Da, hinterm Schuppen. Das ist er. Das muss dieser Ritter sein. Und das ist alles? Habt ihr sonst noch etwas mitgenommen? Scheiße, halt! Bleib sofort stehen! Ja! Ich schätze, es macht nichts, solange er zum Sasauer Wirtshaus zurückkehrt. Genau das meine ich, das vergeige ich immer wieder und ich weiß nicht, wohin der reitet. Naja. Ja, was heißt, es liegen immer viele am Boden. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Die werden halt immer sofort als erstes. Naja, ich weiß nicht. Deswegen habe ich... es gibt einen Hardcore-Modus im neuen Spiel. Da wird folgendes. Das Kampfsystem wird nicht angezeigt, wenn du zuschlägst. Dann hast du noch negative Perks, zum Beispiel Bandwurm. Du musst doppelt so viel essen. Dann Glasknochen. Sprich, du besitzt wirklich Glasknochen und kannst, wenn du jetzt, sag mal, von dem Dach hier runterspringst, würdest du vielleicht nur ein bisschen Ausdauer und Lebensenergie verlieren. Wenn du Glasknochen hast, kann es sein, du brichst dir mal eben das Bein weg. Und so weiter. Okay, ich kann ihm nicht helfen. Mal gucken. Und was noch alles? Boah, da gab es verdammt viel. An Debuffs und so weiter. Oder wie heißt es so schön? Ich bin flink wie ein Wiesel. Wie ein altes Wiesel. Keuchend. Am Straßenrand liegend. Vor 5 Tagen überfahren. Mit Asthma und Arthritis. Sowas ungefähr gibt es auch als Debuff irgendwie. Du brauchst, ich glaube, du brauchst sogar doppelt so lang, bis du irgendwas lernst. Frohlich-Syndrom. Und auch von wegen, du hast doppelt so negative Ausdauer. Ich kann dir später mal kurz das zeigen. Aber erstmal kurz lesen. Halt hier alles, was glitzert. Ich fand im Lager bei Pribislavitz einen Haufen Groschen, die Meister Feifa später als Fälschungen entlarven konnte. Fälschen ist nicht nur ein Kapitalverbrechen wider die Krone, sondern auch ein Beweis dafür, dass in Ratai mehr vor sich geht, als man auf den ersten Blick sieht. Der gefangene Bandit im Merhoyet berichtete mir auch, wo die Übergabe der gefälschten Münzen stattfand, aber ich kam etwas zu spät. Jemand hatte offenkundig den Weg der Fälscher gekreuzt und die Schwerter noch dazu. Vor Ort fand ich einen ungestürzten Wagen und einige Leichen vor. Zunächst konnte ich am Ort des Überfalls nichts Ungewöhnliches entdecken, abgesehen von den Leichen natürlich, die man an einem solchen Ort findet. Eine kurze Suche offenbarte mir jedoch, dass jemand eine der Leichen in Richtung Osten weggeschafft hatte. Die Spur von der Kreuzung führte mich zu den Meilern der Köhler. Es schien, als hätte die Köhler den Wagen attackiert und... von der Beute abgesehen, auch einen Überlebenden verschleppt. Doch bevor ich die Möglichkeit hatte, etwas zu fragen, tauchte der mysteriöse Ritter am Ort des Geschehens auf. Der geheimnisvolle Fremde war viel zu sehr an den Zecken vom Wagen interessiert, die Köhler gestohlen hatten. Als ich ihn herausfordern wollte, ritt er davon. Ich nahm zwar die Verfolgung auf, doch er konnte entkommen. Wenn gleich der Ritter entwischt ist, so weiß ich doch, wo er gastiert. Ich könnte in der Saarsauer Schenke auf ihn warten.
Ach, jetzt. Jetzt. Wrolix-Syndrom Glasknochen. Okay, jetzt. Ich dachte gerade, hä? Was? Ich kenn's halt als Glasknochen. Sprich, du haust jemand nur so ein bisschen aufs Bein und schon ist dem sein Knochen komplett hinübergebrochen. Doppelt, dreifach, vierfach, weiß was ich. So. Ich hab eine bessere Idee. Auf nach Bribislavitz. Ja. Da bin ich gespannt, wie viel Einnahmen wir schon haben. Wie viel drin ist in der Truhe und so weiter. Und dann schauen wir mal, wie wo was. Wegen Bribislavitz mit Aufwertungen und hast du nicht gesehen? Nest entdeckt. Ah, interessant. Ja. Okay, ich dachte gerade von wegen, ach scheiße, jetzt kommen Banditen. Weil jedes Mal, auf alle Fälle von Rovna nach Bribislavitz, zum Teil hier Banditen lauern. Oder bin ich schon an Bribislavitz vorbei? Ich schau mal kurz auf der Karte. Nee, ich bin richtig. Okay. Ja. So. Jetzt scharf links, glaube ich, abbiegen. Oder bin ich schon vorbei? Nein, ich bin noch nicht vorbei. So, willkommen zu Bribislavitz. Richter und Henker spiele ich heute nicht. Hab ja noch 2 Minuten Zeit, so Pi mal Daumen. Meine Herren. So. Hey, Marius. Und? Wie mache ich mich als Dorfvogt? Mal sehen. Das Einkommen ist sehr zufriedenstellend. Herr Divisch wird sich freuen. Das Dorf ist jetzt groß genug. Herr Divisch kann mehr Siedler herholen und die geplante Erweiterung in die Tat umsetzen lassen. Die Kirche liegt noch in Trümmern. Das hinterlässt keinen guten Eindruck. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel. Verstehe. Ich gebe mir Mühe. Ich möchte etwas bauen. Wie du wünschst, Meister Vogt. Was schwebt dir vor? Rathaus, Reparaturarbeiten an der Kirche, Randgebiet. Wir haben alle Herausforderungen gemeistert. Ach, ich habe schon im Randgebiet alles aufgewertet. Ich gerade doch nicht. Alles klar. Dann gucken wir mal, wie die Einnahmen sind. 7,4 Groschen. Okay. Inventar. Sonstiges. Groschen. Verschieben. Rein damit. So, schauen wir mal. Wir machen 2225 plus. Was mir sehr gefällt. Rathaus frisst halt etwas. Aber wir können dann noch erweitern. Wir haben ja die 9.000 dafür. Kirche. 11.000 Groschen hätten wir auch eigentlich. Aber Stufe, die höchste Stufe, 17.000 Groschen. Uff, das wird was. Ja, dann beginnen wir mal mit der Kirche, würde ich mal sagen. Dann ist das mal weg. Ich möchte etwas bauen. Wie du wünschst.
reparieren wir die Kirche. Gut, wir haben alles. Begleite mich zum Bauplatz und dann heißt es frisch ans Werk. Sehr schön. Dann machen wir das doch zum Abschluss. Die Kirche einmal reparieren. Ich meine, viel wird sich an der Kirche nicht reparieren. Sag ich gleich offen und ehrlich. Viel tut sich da nichts. Aber ja. Wird man noch sehen. Hier werden wir bauen? Ja. Sollen wir anfangen? Lieber doch nicht. Ich habe was Besseres vor. Wir machen zuerst das Rathaus fertig. Da gibt's einen Alchemietisch und ich könnte dann brauen. Ich möchte etwas bauen. Wie du wünschst, Meister Vogt. Was schwebt dir vor? Ich möchte das Rathaus ausbauen. Nun gut, bitte folge mir. Ich werde dann die Bauarbeiten überwachen. Sonst wird das ein Desaster. Weil dann ist das Rathaus nämlich richtig komplett fertig. Wir haben dann einen Alchemietisch und so weiter. Ich kann dann Tränke brauen und kann die dann verkaufen. Und außerdem, das Dorf macht so oder so selber gute Einnahmen. Hier werden wir bauen? Genau hier. Also frisch ans Werk? Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Alles da. Der Bau kann beginnen. Schaffe, schaffe, Häusle baue, Negerle den Arsch verhaue. Ach, ein wunderschönes Rathaus. Ist auf alle Fälle jetzt voll aufgestuft. Wir haben eine Scheune mit Heu. Wir haben jetzt auch ein paar Hühner, wo wir hier stehlen. Warum? Was weiß ich. So, wo ist unser Kräutergarten? Ach, halt einmal, Moment. Jetzt mache ich aber wieder ein bisschen Minus. Okay, das ist jetzt hier drin. Ich möchte etwas bauen. Wie du willst. Aha, da haben wir es doch. Ich dachte an einen Kräutergarten, in dem wir Heilkräuter anbauen können. Nun gut, bitte folge mir. Ich werde dann die Bauarbeiten überwachen. Sonst wird das ein Desaster. Gerade mal nachschauen, wie viel kosten das überhaupt? Ah, nicht viel. 500 und 800. Ja, perfekt. Das geht. Weil dann haben wir noch einen Kräutergarten. Dann passt das. Hier werden wir bauen? Genau hier. Also frisch ans Werk? Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Wir haben noch genug. Dann wollen wir mal. Perfekt. Da kann ich nämlich mich daran bedienen an einem Kräutergarten und kann dann am Alchemietisch die ganzen Tränke brauen. Und hast du nicht gesehen.
Ich möchte etwas bauen. Wie? Ja, ja, ja. Rathaus, alchemisch. Ein Alchemielabor im Rathaus wäre nützlich. Gut, wir haben alles. Begleite mich zum Bauplatz und dann heißt es frisch ans Werk. Hier werden wir bauen? Ja. Sollen wir anfangen? Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Alles da. Der Bau kann beginnen. Perfekt. Wir haben alles jetzt. Zumindest fürs Rathaus alchemitisch entdeckt. Schauen wir mal, hier ist jetzt unser Kräutergarten mit Johanniskraut, Disteln, Mohn, Salbei, noch mehr Mohn, Minze, Wermut, okay. Beinfell auch, okay. Ringelblumen für Ringelblumenaufguss. Oh, da kann ich offscreen, wenn ich auch die Zeit dafür habe, die ganzen Tränke herstellen, Heiltränke und so weiter. Ah, aber Augentrost hat sie jetzt zum Beispiel nicht dabei, wenn ich das richtig sehe. Nee. Augentrost hat sie halt nicht dabei, was ein bisschen schade ist. Und hier der Alchemietisch. Ah, gut, hier habe ich auch noch ein paar Sachen. Okay, Kohl. Nö. Okay, Bücher, die ich leider nicht lesen kann. Keine Ahnung, was hier dann reingehört. Na, auf jeden Fall alchemitisch plus Kräutergarten gleich. Jede Menge Tränke, die ich dann brauen kann. So, dann hoch ins Zimmer, ab ins Bett. Der Blähtrank. Übrigens, falls es nicht wurde, im Rezept kann man es nachschlagen. Das Rezept der Alchemie ist übrigens der Blähboy. Da kann man das nachschlagen. So, dann noch schlafen. 8 Stunden müssen reichen. Dann mache ich schon mal die Abmoderation. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, bei der Alchemisten, Followern, Abonnenten. Ja. War ein schöner Stream. Kurz, aber schön. Morgen 18.30 Uhr wird euch Villa wieder glücklich machen? Fragezeichen. Mit... Was war es nochmal? Keine Ahnung. Habe ich leider vergessen. Lasst euch einfach überraschen. Es kann sein, dass er dies spielt. Kann sein, dass er das spielt. Alles kann, nichts muss. Das ist unser Motto. Und, jo. Und, wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Kein Problem, kein Problem. Alter, was ist das für eine Version? Ich meine, es gab vor kurzem ein Update, ja, aber das nenne ich meine Version. 1.9.5-404-503. Wow. Naja, dann speichere ich einmal. So. Spiel gespeichert. Stimmt, halt. Ich wollte noch... Achso, stimmt, ja, da war ja was... So, neues Spiel. Wollt ihr noch was zeigen? Alles, was glitzert. Okay, das ist das. Das ist mein Privatspielstand. Ich nehme jetzt mal Hauptgang 4. Hardcore-Modus.
Du bist gestorben. Die junge Müllers Tochter nahm im Winter gerne eine Abkürzung über den zugefrorenen Fischteich. Einmal war das Eis jedoch nicht dick genug, um ihr Gewicht zu tragen, und du sprangst instinktiv hinterher, um sie zu retten. Es gelingt dir zwar, in den dunklen Tiefen ihre Hand zu ergreifen, doch der Weg zurück an die... Du bist gestorben. Oh, ich kann hier durchschalten. Gerade als du dachtest, dass du an diesem Baum bereits vorbeigekommen wärst, erwischten dich die Wölfe. Dabei hatten dich deine Mutter immer davor gewarnt, allein durch die Fenster zu streifen. Okay, ein neues Leben beginnen. So, hier haben wir jetzt, du hast überlebt. Das Leben im Mittelalter, auf jeden Frühling folgt irgendwann unweigerlich der Winter und mit den Jahren von deinen unbekümmerten Kindheit nichts geblieben. Wie jedem Menschen unter Gottes Firmament bleiben dir Schicksalsschläge nicht erspart und so hast du auch dein Kreuz zu tragen. Wähle mindestens 2 negative Spezialisierungen aus, die den gesamten Spielverlauf überwachsam bleiben. Ich spiele privat mit Bandwurm. Bei Hunger isst du alles, was du in die Finger bekommst. Man sagt, dass du für 2 isst, als hätte sich ein Gast in deinen Eingeweiden eingenistet, der sich bei dir durchfrisst. Du bekommst schneller Hunger, weswegen du öfters essen musst. Und brüchige Knochen. Als kleines Kind waren für dich Treppen und Leitern der reinste Albtraum. Ein Sturz aus geringer Höhe reichte damals schon aus, um das unangenehme Geräusch brechender Knochen zu vernehmen. Auch heute noch erleidest du deutlich schwerwiegende Verletzungen als andere, wenn du fällst. Schlafwandler. Du hast nur selten einen ruhigen Schlaf und manchmal erhebst du dich sogar aus deinem Bett, um dir die Beine zu vertreten. Es kann durchaus vorkommen, dass du nicht an dem Ort aufwachst, wo du zu Bett gegangen bist. Nein, die hast du dauerhaft. Und du, wenn du im Kampfsystem bist, mit Schwert und Schild kämpfst, zum Beispiel, oder halt mit Schwert, du normalerweise hast du ein Fallenkreuz mit oben, also so Stern von oben, oben links, oben rechts, unten links, unten rechts und halt in der Mitte für Zustechen, hast du gar nicht mehr. Zitteranfälle. Als Kind fielst du in einen Brunnen und es dauerte Stunden, bis man dein Gewinsel vernahm und dich herausholte. Manchmal zittern deine Hände wie damals, als du in diesem dunklen, kalten Brunnen festsaßt. Was dir beim Bogenschießen, Taschendiebstahl und Schlösserknacken nicht gerade gelegen kommt. Schwere Atmung. Einst hast du dich stark verkühlt und dir dabei einen hartnäckigen Husten eingefangen. Man dachte schon, du würdest sterben, aber irgendwie wurdest du den Husten wieder los. Allerdings atmest du seitdem schwerer und deine Ausdauer regeneriert sich langsamer. Dummkopf. Als Säugling bist du deiner Mutter aus den Armen gefallen und auf den Kopf gelandet. Ein mütterlicher Kuss hat die Beule zwar schon bald verschwinden lassen, aber seit diesem Tage fällt es dir schwer, Dinge sofort zu begreifen. Du erhältst weniger Erfahrungspunkte. Bluterkrankheit. Wie dein Vater und dein Großvater hast du unter dem Familienfluch zu leiden. Ein Kratzer reicht aus und schon blutest du wie ein gestochenes Schwein. Sobald du eine Blutung hast, schwächt sie dich schneller und ist schwerer zu stoppen. Also sprich, man braucht doppelt so viele Verbände. Klaustrophobie. Als Kind bist du mit dem Kopf in einen Eimer stecken geblieben und hast ihn so lange nicht herausbekommen, bis dein Vater mit einer Axt Abhilfe schaffen konnte und hat dich mitgeköpft. Ein Helm mit heruntergeklappten Visier macht dich so nervös, dass deine Angriffe schwächer ausfallen. Albträume. Seit deiner Kindheit wirst du von einem wiederkehrenden Albtraum geplagt, in dem dich ein kunterbunter Narr jagt, also Angst vor Clowns. Dieser Albtraum macht dir immer noch so viel Angst wie in deiner Kindheit und nach dem Aufwachen bist du so aufgewühlt, dass all deine Werte für eine Weile verringert sind. Also sprich, du hast überall dann Debuffs. Ja. Ladies and Gentlemen, das ist der Hardcore-Modus. Es gibt ein Achievement, wenn man das Spiel durchspielt, mit allen Debuffs. Gute Nacht um 12, da hat man was zu tun. So. Gut, jetzt gibt's aber hier die Linkbombe und dann Feierabend. Das war's. Und das war's. So. So, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls. Schön, dass ihr dabei wart. Falls nicht, keine Panik.
Das Ganze gibt es auf YouTube nachzuholen. Mit ein paar Tagen Verzögerung. Standards sind eigentlich 2 bis 3. Allerdings, wenn ich von Twitch auf YouTube rüberziehen will, ist folgendes Problem. Das dauert irgendwie oder kommt nicht hinterher. Aber es wird kommen. Also die Streams, die nachgeholten Streams. Einfach bei YouTube vorbeischauen, abonnieren, kommentieren, gut bewerten, würde uns freuen. Natürlich könnt ihr uns auf Twitter folgen, auf Facebook liken, da geben wir normalerweise Bescheid, wenn Livestream startet. Ich habe es halt bloß heute vergessen, weil ich bin auch spät heimgekommen, habe noch schnell was gegessen, bevor das Stream losging. Deswegen, wenn ihr an der Quelle sitzen wollt, joint uns auf Discord, folgt uns dort, da hockt ihr an der Quelle. Könnt mit uns chatten, quatschen, schreiben und wenn man sich besser kennengelernt hat, Spiele spielen. Da seid ihr auch auf dem neuesten Stand immer und so weiter und so fort. Und ja. Und apropos Spiele, wir haben auch eine Spieleliste. Einfach den Google-Link anklicken oder runterscrollen, da auf Spiele klicken. Dann habt ihr eine Google-Dokument-Tabelle mit Spielen, die wir gespielt haben, die wir aktuell spielen, die noch kommen könnten, die pausiert sind, die wir spontan streamen und so weiter und so fort. Ist alles ganz interessant. Alles nach Alphabet, nach Farbe, nach Kategorie und so weiter sortiert. Dann haben wir auch eine OGM-Team. Wurde von Wolkit komponiert. Streamers nennt sie sich. Einfach bei Linktree mal vorbeischauen. Bei Wolkit, Linktree. Und mal durch seine Diskografie hören. Denn eventuell gibt es das eine oder andere Lied, was euch auch gefallen könnte. Und ansonsten, mal sehen, ob es doch noch gibt. Ja, die Frage ist für morgen, wird Villa das Ding durchziehen? Wissen wir hier nicht. Aber bitte, Deschi, ich muss mich nochmals bei dir bedanken für die Mods. Die werde ich dann mal die Tage mal in Angriff nehmen, mal runterladen, werde ein neues Spiel machen, für mich privat. Und dann werde ich die sicher mal in einem Stream irgendwann mal antesten. So, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls. Ich mache einen Hardcut, weil, keine Lust mehr. Oder was weiß, keine Lust mehr, Abschiedsmusik laufen zu lassen. Deswegen wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, später eine gute Nacht. Morgen ist Mittwoch. Ja, morgen ist Mittwoch. Für Mittwoch wünsche ich euch einen guten Arbeitstag, Schultag, was auch immer. Auf alle Fälle kommt gut durch den Mittwoch und man sieht sich dann um 18.30 Uhr bei Villars Programm, was auch immer sein wird. Und an spätestens Donnerstag, ich denke mal ab 18.30 Uhr, vielleicht sogar ein bisschen früher, je nachdem, wie es ausschaut, wird es Bioshock wieder geben. Und Freitag, das muss ich noch mal mit Vela abklären, wird es da vielleicht was anderes geben, was sonst immer am Samstag kommt. Muss ich nur noch mal mit ihm abklären. So, dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Abend und ich wünsche euch alles Gute. Euer Maika von den Online Game Masters. Ciao und bis dann.